Ich habe meine Angst jedes Mal überwunden, weil ich dachte, du willst weiter. Wonach suchst du eigentlich? Ich weiß nur eins, es hat mit absoluter Liebe zu tun. Und in dem Moment, nachdem ich das ausgesprochen hatte, hat Gott mich beschenkt mit einer unglaublichen Liebe. Und das war ein Zeichen für mich, ich bin angekommen. Ja, mein Name ist Elke Kamp-Heus, ist ja ein holländischer Name, aber ich bin Deutsche, bin nur verheiratet mit einem Holländer. Meine Mutter kannte die Bibel ziemlich gut, aber ihr Leben drückte das nicht aus. Sie war sehr abergläubisch. Sie hat uns ständig mit irgendwelchen abergläubischen Sachen konfrontiert, wenn die Katze nach da und da lief oder wann die Wäsche nicht gewaschen werden durfte. Und sagte dann aber, ich müsste also so lange zur Kirche gehen, bis ich konfirmiert wäre. Und wenn ich dann das nicht mehr wollte, dann könnte ich machen, was ich wollte. Und am Ende muss ich jetzt sagen, so habe ich es auch genau gehalten. Aber was in mir blieb, war eine gewisse Suche. Ich hatte schon als Kind immer eine Sehnsucht nach Gott. Und wenn meine Eltern uns abends ins Bett gebracht haben, dann habe ich mich auf die Fensterbank gesetzt und habe in den Sternenhimmel geschaut und habe immer gedacht, da muss es etwas geben, da muss es einen Gott geben. Aber wie kann man den kennenlernen? Ich hatte Fragen an den Religionslehrer und auch an den Pfarrer unseres Dorfes, aber es schien immer so, als ob ich nie eine Antwort bekommen hätte. Eine Antwort, wo ich hätte sagen können, ah, so ist Gott. Nun, irgendwann hatte ich dann ein sehr frustrierendes Erlebnis mit dem Pfarrer unseres Dorfes und von da an war es für mich so, ich gehe meinen Weg alleine. Wenn Gott so ist wie der Pfarrer, dann will ich mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Dann habe ich mich, wie gesagt, irgendwann distanziert von der Kirche und somit auch vom Glauben. Und habe gedacht, jetzt finde ich meinen Weg selber. Habe geheiratet und habe dann gedacht, ja, ich will ja nicht so vor mich hin dümpeln. Ich möchte auch ein interessantes Leben führen. Ich möchte mehr Lebensqualität. Also was mache ich? Ich gehe zur Volkshochschule. Ich besuche einen Yogakurs. Ich habe einen Selbsterfahrungskurs besucht. Und überall habe ich Menschen kennengelernt, die mir dann sagten, hast du schon mal dich mit Astrologie befasst? Hast du schon mal mit Steinen geheilt? Hast du schon mal Tarotkarten gelegt? Und so weiter. Und ich konnte immer nur sagen, nein, habe ich alles noch nicht. Ich kannte das auch alles gar nicht, aber diese Faszination wurde wach in mir. Und dann habe ich natürlich angefangen damit und kam dann auch durch eine Selbsterfahrungsgruppe und später durch eine Ausbildung für Psychotherapie zu einem ganz anderen Gottesbild. Und dieses Gottesbild, das war so, dass mir klar gemacht wurde, Gott ist eine unpersönliche kosmische Kraft. Und dann hieß es, wir sollten uns entspannen und in Entspannungsübungen sollten wir unseren Scheitel sozusagen, wurde uns gesagt, öffnen und dann auf den Empfang der kosmischen Energie warten. Ich hatte das noch nie gemacht, ich wusste auch anfangs gar nicht, was soll das und wie geht das, aber ich habe mir das einfach so vorgestellt und tatsächlich, siehe da, ich spürte eine Kraft. Diese Kraft ging durch meinen Körper und dann dachte ich, ja, das ist es. Gott ist tatsächlich anders. Ich habe das so und so gelernt im Konfirmandenunterricht oder von meiner Mutter. Aber nein, hier, jetzt weiß ich, Gott ist anders. Gott muss tatsächlich eine Kraft sein, eine unpersönliche Kraft. Und es hieß dann, ich kann mich jederzeit für diese Kraft öffnen, in Meditation. Ich hätte auch diese Kraft in mir, nur ich hätte es eigentlich fast vergessen. Aber das müsste ich jetzt wieder neu lernen, dass jeder Mensch im Kern göttlich wäre. Und ich könnte das lernen, so wurde mir gesagt, indem ich bestimmte Übungen mache, also nicht nur meditiere, sondern natürlich Entspannungsübungen mache. Es dürften in meinem Körper keine Blockaden mehr sein. Alle Blockaden müssten aufgelöst werden, sowohl körperliche als auch seelische Blockaden. Also bedeutete das auch, gleichzeitig in Therapie zu gehen
um da alle möglichen Dinge einfach zu bereinigen, die vielleicht Blockaden in meinem Leben sein könnten. Außerdem wurde mir dann noch gesagt, könnte ich auch Kontakt aufnehmen mit der unsichtbaren Welt. Also in dieser Welt würde es auch Engel geben und natürlich auch Geister, aber ich hätte da, so wie jeder Mensch, wurde mir gesagt, einen Geistführer und ich müsste den nur kennenlernen. Und das war für mich dann etwas, ein Ausgleich zu dieser vorher doch, Gott ist eine unpersönliche Kraft und jetzt auf einmal, aber da gibt es auch was Persönliches. Und das war mir wichtig und ich denke, jeder Mensch hat Sehnsucht danach, auch persönlich geführt zu werden. Verführung ist immer etwas, was uns zunächst mal gut tut. Also wir haben Sehnsüchte und wir haben Wünsche. Und wenn uns was angeboten wird, zum Beispiel wenn ich Minderwertigkeitsgefühle habe und mir wird angeboten, du bist aber im Kern göttlich und du hast eine wunderbare Aura, du hast einen wunderbaren Engel hinter dir, Gott hat eine besondere Aufgabe für dich und so weiter, dann hebt das mein Selbstwertgefühl. Und dann sage ich, ja, das ist interessant, das brauche ich, das will ich machen. Ich merke dabei aber gar nicht, dass ich letztendlich, dass es immer nur um mich geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich verwirkliche. Und bei mir war das, oder bei den Lehrern, die ich gehabt habe, war das zum Teil so deutlich, dass gesagt wurde, wenn einer dich hindert an deiner höheren Entwicklung, dann musst du diese Person hinter dir lassen, weil du musst aufsteigen. Und einerseits sprach man von Liebe und dem höchsten Prinzip der Liebe. Die Liebe ist das Allerhöchste. Aber andererseits wandte man die Liebe nur für sich selber an. Also was tut mir gut, was brauche ich und so weiter. Es war eigentlich etwas Zerstörerisches, was ich als Liebe verstanden habe. Das ging über Jahre. Es blieb nicht bei Astrologie, bei Tarotkarten mit Steinen zu heilen, und täglicher Meditation. Ich weiß nicht mehr, was damals alles auf dem Markt war, aber nach und nach stieg ich eigentlich in alles ein, was mir über den Weg lief. Ich machte selber auch zwei therapeutische Ausbildungen und eine davon aus dem New Age-Bereich. Ich war also auf der Suche, merkte aber dennoch immer wieder, ich bin nicht am Ziel. Ich weiß auch nicht genau, was das Ziel ist. Ich lernte dann eines Tages meinen heutigen Mann kennen. Wir begannen dann auch diesen Weg gemeinsam in Amsterdam. Und dort hatte mein heutiger Mann ein Therapiezentrum, wo wir zusammen arbeiteten. Dieses Therapiezentrum brannte allerdings eines Tages aus, nachdem wir eine spirituelle Reise gemacht hatten, und zwar nach Ägypten. Bei uns gab es damals nichts als nur Spiritualität. Alles, was wir erlebten, wurde unter der Sparte spirituell eingeordnet. Ob das Reisen waren, ob das Krankheit war, was auch immer uns begegnete, wir mussten dahinter die spirituelle Absicht. Nun, in Ägypten hatten wir nicht nur meditiert, sondern wir waren auf der Pyramide gewesen und haben dort versucht, die kosmische Energie zu empfangen. Wir waren in den Pyramiden, wir haben meditiert vor der Sphinx, da haben wir Vollmondrituale abgehalten. Ich hatte zum Beispiel bei diesen Vollmondritualen hatte ich Angst. Ich habe mich innerlich etwas zurückgezogen, aber ich war ja natürlich mit mehreren Frauen zusammen, die voll dahinter standen, also meinte ich, muss meine Angst überwinden. Dann haben diese Frauen auch zum Beispiel Kijabot, ich weiß nicht, befragt und dann hatte ich auch große Angst, aber ich habe meine Angst jedes Mal überwunden, weil ich dachte, du willst weiter. Das endete bei mir so, dass ich manchmal tatsächlich in meinem Schlafzimmer wesenhafte Gestalten sah, dass in unserem Haus, wo wir wohnten, Türen auf und zu gingen. Man hörte Schritte und ich sah Gestalten. Ich hatte Albträume sehr häufig. Ich hatte auch viel Ängste, aber die habe ich immer überspielt.
Denn mir wurde ständig gesagt, wenn du das alles machst, dann bist du schon sehr weit. Du bist schon ziemlich weit. Gott hat einen ganz bestimmten Auftrag für dich. Du musst weitergehen. Und deshalb habe ich das eben alles zugelassen und auch alles mitgemacht. Nun, als ich Martin dann begegnet war und wir dort gearbeitet hatten und dieses Schiff abgebrannt war, dann haben wir gedacht, wir dürfen hier nicht mehr weiterarbeiten. Wir haben dieses Schiff verkauft und haben uns dann auf eine Weltreise begeben. Für mich war der Anlass, ich suche. Ich suche immer noch und ich weiß, ich habe es nicht gefunden. Denn das ist das Schwierige in der Esoterik, nimmt man sich aus allen Religionen etwas. Da gibt es nicht eine Religion mit bestimmten Lehren oder Bücher, die jetzt nur über diese Religion etwas aussagen. Oder ein Buch wie im Christentum, die Bibel. Nein, da holt man sich aus dem Schamanismus, aus dem Animismus, aus allen mystischen Richtungen, im Islam zum Beispiel, aus dem Sufismus, aus dem Judentum, aus der Kabbala. Man holt sich überall etwas heraus und deshalb weiß man auch nie, auf welchem Weg ist man wirklich genau. Aber es geht ja darum, um Selbsterfahrung, um Selbstverwirklichung. Und dazu ist dann jede Methode gerade gut, also holst du dir überall etwas her. Deshalb war es für mich auch immer ganz undeutlich, was ist das Ziel oder welchen Weg muss ich nun ganz klar gehen. Leute hatten schon, denen ich immer mal wieder begegnete, die hatten meine Suche gesehen. Die haben gemerkt, die Frau ist so auf der Suche und fragten mich dann, wonach suchst du eigentlich? Ich konnte dann immer nur sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, es hat mit absoluter Liebe zu tun. Und wo sucht man diese Liebe, wenn man sie nicht in Gott sucht, in einer Person wie Jesus Christus, der Gott ist? Ich suchte natürlich die Liebe in Menschen, weil da sollte ja Gott drin sein, in jedem Menschen, egal ob er glaubt oder nicht. Und natürlich wurde ich da enttäuscht und merkte, nein, hier komme ich immer wieder ans Ende, hier bin ich immer wieder frustriert. Aber wir reisten erstmal nach Indien, dann über Indonesien. Da waren wir speziell auch auf Bali. Und wer schon mal auf Bali gewesen ist, der weiß, dass vor jeder Hotelzimmertür, vor jeder Ladentür, überhaupt vor jeder Haustür stehen Schälchen mit Opfergaben für die bösen Geister. Die Leute hatten fürchterliche Angst, nachts rauszugehen. Wir haben gedacht, naja, es gibt diese Mächte, aber das ist hier halt Kultur, das ist ein anderes Land, die haben eine andere Religion. Okay, sollen sie ihre Opfer bringen. Aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass diese Mächte, die dort angebetet wurden, auch uns angingen. Und das taten sie. Wir haben Nächte gehabt, wo wir überhaupt nicht schlafen konnten, wo wir körperlich angegangen wurden von unsichtbaren Mächten, die wir nur schemenhaft sehen konnten. Wir wussten hier noch viel, viel deutlicher, es gibt eine unsichtbare Welt, die ist eben nicht nur friedlich, sondern die ist auch böse. Und das war für mich etwas, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte, weil ich dachte, ich will doch nur was Gutes. Ich will mit meiner Arbeit Menschen heilen. Es wurde uns gesagt, wir können durch Meditation diese Erde heilen. Wir wollen die Heilung der Erde. Wir wollen aus dieser Erde ein Paradies machen. Und das alles wollte ich. Aber warum kamen jetzt diese Mächte? Warum haben die mich in der Nacht bedroht? Und natürlich habe ich das dann in Therapie angesprochen bei meinem Therapeuten. Aber mein Therapeut hatte auch keine Antwort darauf. Der hat gesagt, ja, es gibt in jedem Menschen dunkle und helle Seiten. Du musst eben schauen, was du da manchmal siehst, das sind die dunklen Seiten in dir. Und das musst du akzeptieren. Das kannst du manchmal vielleicht wie eine Art Vision sehen. Nun, das half mir nichts. Andere sagten zu mir, weißt du was, du kannst visualisieren, du kannst dir einen Lichtkreis um dich herum visualisieren. Und dann bist du beschützt.
oder trage ein Schutzzeichen. Dann bist du auch beschützt. Ich habe alles probiert. Manchmal schien es tatsächlich zu funktionieren, aber dann auch wiederum überhaupt nicht. Wir reisten dann weiter nach Australien und hier erhofften wir uns, aufatmen, wir sind wieder in der westlichen Welt und hier können wir wieder normal leben. Das war zunächst auch schön. Wir hatten dann in Indien in einem Ashram einen Mann kennengelernt, der war auch so Hippie und der hat gesagt, wenn ihr nach Australien kommt, besucht mich mal. Das haben wir gemacht. Als wir per Anhalter fuhren, da nahm uns ein Mann mit, der so fröhlich war, dass wir dachten, der hat bestimmt was geraucht. Denn wir selber, wir gerieten so häufig in Depressionen. Unsere Gefühlswelt, die war manchmal ganz hoch. Dann haben wir wie wild getanzt und so weiter. Oder wir sackten ab in tiefe Depressionen. Ich hatte Phasen, wo ich dachte, es hat überhaupt keinen Sinn mehr zu leben. Das war alles unerklärlich, das waren alles, schienen alles noch, wie mir gesagt wurde, Blockaden zu sein. Das musste alles aufgeräumt werden. Dann haben wir diesen Mann gefragt. Er sagte, nein, es wären keine Drogen, sondern was ihn so fröhlich machte, wäre seine Beziehung zu Jesus Christus. Für mich war das nichts Neues, denn ich war so ein bisschen christlicher erzogen. Klar spielte für mich auch Jesus eine Rolle. Aber nicht als derjenige, der am Kreuz für meine Schuld, für meine Trennung von Gott gestorben war, sondern für mich war Jesus in der Esoterik ein Weisheitslehrer, ein hoher Weisheitslehrer, der schon vor uns, also 2000 Jahre vor uns, diese Göttlichkeit erreicht hatte, die wir jetzt selber erreichen sollten, in diesem neuen Zeitalter, das sich das Zeitalter des New Age nennen sollte. Ja, dieser Mann erzählte uns dann von Jesus und lud uns ein in seine Kirche. Wir waren skeptisch erst, aber ich dachte, nein, ich bin ja Christin, da kannst du hingehen. Wir gingen hin, um auch Leute kennenzulernen. Wir wollten das Land kennenlernen und natürlich auch mal diese christliche Spiritualität. Denn in der Esoterik ist es eigentlich egal. Ich fragte auch den Martin, wollen wir da hin? Und ich dachte, vielleicht als Buddhist will er nicht so gerne. Aber das spielte alles keine Rolle. Natürlich, man kann überall hingehen. Und überall, alle Wege führen nach Rom, so wurde uns gesagt. Ist egal, du musst dich nur irgendwie mit Spiritualität befassen. Wir kamen dorthin und ich war sehr skeptisch, weil es war keine Kirche, sondern ein Schulgebäude. Und da dachte ich, uiuiui, alles, was nicht mit evangelisch oder katholisch oder mit Kirche zu tun hat, das muss eine Sekte sein. Ich war also sehr skeptisch. Aber die Leute beteten zu ihrem Gott, als wäre der wirklich da. Und das hat mich sehr fasziniert. Nach dem Gottesdienst luden die Leute uns auch ein zum Kaffee und Tee trinken. Und da kam eine Frau direkt zu mir und fragte mich, wie ich heißen würde, woher ich käme. Dritte Frage, darf ich mit dir beten? Ich dachte, huch, beten? Ich weiß ja nicht, wo ich hier gelandet bin. Außerdem kannte ich nur so ein Kindergebet. Und ich wusste auch nicht, wie soll ich hier dann beten? Ich frage mal den Martin, der ist ja Buddhist. Und der sagt dann bestimmt nein. Und dann sage ich auch nein. Ich mochte nicht ja sagen, weil die Frau so nett war. Aber der Martin ermutigte mich, ich soll das doch machen, kam auch mit und dann holte die Frau noch den Pastor und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, war für mich völlig klar, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Ich kannte ja die Anwesenheit von unsichtbaren Mächten, wusste genau, wann die da waren, wie häufig hatte ich die erlebt. Aber in diesem Moment, als die Frau betete, war für mich klar, das muss Gott sein, der hier ist. Ich fühlte nichts, ich sah nichts, weder Energie noch Wärme, aber es war ein ganz klares Wissen, Gott ist da. Und ich fing an zu weinen, denn auf einmal war mir klar, ich habe doch so nach Gott gesucht,
aber ich habe ein Leben geführt, das Gott nicht von mir gewollt hätte. Er hätte etwas ganz anderes für mich vorgehabt. Und das machte mich absolut traurig. Und als ich dann so weinte, da sagte die Frau zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Und sie fragte mich, ob ich mein Leben Jesus übergeben wollte. Als sie sagte, deine Sünden sind dir vergeben, da wusste ich, das kommt von dem Gott, der da ist. Der vergibt mir meine Schuld. Auch wenn ich noch nicht im Einzelnen hätte sagen können, was alles meine Schuld war. Das wurde mir erst viel, viel später bewusst. Aber ich wusste, ich bin getrennt von Gott, mein Leben hat ihm nicht gefallen. Und das vergibt er mir, meine ganze Suche. Dann habe ich tatsächlich mein Leben Jesus gegeben. Und in dem Moment, nachdem ich das ausgesprochen hatte, hat Gott mich beschenkt mit einer unglaublichen Liebe, mit der ich erfüllt wurde. Und ich sehe das heute als Geschenk, weil das ja ein Ausdruck meiner Suche war. Dass ich ja immer nach dieser Liebe gesucht habe, nach der absoluten hingegebenen Liebe. Und da war es tatsächlich so, jetzt erfüllte Gott mich mit dieser Liebe. Und das war ein Zeichen für mich, ich bin angekommen. Wenn zu mir vorher jemand gesagt hätte, du sündigst, dann hätte ich gesagt, was ist denn Sünde? Also jeder Mensch macht Fehler, ich mache auch Fehler, aber ich versuche ja das Gute zu tun. Aber das Wort Sünde kommt ja von dem Wort Sund. Und Sund meint, dass es einen Graben gibt. Es meint Graben. Ja? Und dieser Graben ist zwischen mir, zwischen den Menschen im Allgemeinen und zwischen Gott. Weil Gott kann sich nicht mit uns verbinden. Wir sind erstmal grundsätzlich getrennt von Gott. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Keine. Aber wir Menschen, wir haben natürlich alle Finsternis in uns. Das wird uns auch gesagt. In der Esoterik heißt es, das musst du akzeptieren. Du bist so. Das ist aber nicht schlimm. Das gehört zu dir. Aber Gott, in Gott ist nur Licht. Und er kann sich nicht mit Finsternis verbinden. Auch nicht mit der kleinsten Finsternis. Und darum hat Gott gesagt, ihr könnt ja gar nicht euch zu mir hocharbeiten. Aber wisst ihr was? Ich komme zu euch. Ich werde Mensch. Und ich zeige euch, wer Gott ist, indem ich Menschen heile, Tote auferwecke. Und was er in Jesus Christus damals schon gemacht hat, Dämonen ausgetrieben. Und was er ganz besonders auch gemacht hat, Sünden vergeben. Die damaligen Pharisäer und Schriftgelehrten, die wussten ganz genau, Sünden vergeben, nämlich diese Kluft zu überspringen zwischen Gott und Mensch, das können wir Menschen nicht, das kann nur Gott. Und als Jesus gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, da haben sie Protest geschrien, haben gesagt, du bist ein Gotteslästerung, du Lästerer, du sagst, du bist Gott. Wenn du sagst, du kannst Sünden vergeben. Und deshalb musst du ans Kreuz. Aber Jesus, der wusste ja, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass das die einzige Möglichkeit ist, weil alle anderen Religionen diese Opfertätigkeit haben, nämlich Tiere zu opfern, Menschen zu opfern und so weiter. Aber hat er gesagt, nein, kein Mensch soll mehr andere Menschen opfern. Ich komme. Und wenn du das annimmst, dann bist du versöhnt mit Gott. Dann ist deine Schuld vergeben. Die habe ich dann getragen. Ja, letztendlich kann ich sagen, dass noch viele Dinge in meinem Leben danach aufgeräumt werden mussten. Auch mein Mann und ich zusammen 2 oder fast 3 Tage bei jemandem in der Seelsorge zugebracht. Wir waren die ganze Zeit über da. Wir haben alles aufgeschrieben, was wir gemacht haben. Jedes einzelne Stück. Wir haben jedes einzelne Ding vor Gott gelegt und haben Jesus um Vergebung gebeten für diese Taten.
und dass wir uns mit diesen Mächten verbunden hatten. Ja, das war für uns dann so klar, dass wir diesen Weg gehen wollen mit Jesus und eben auch mit der Bibel, dass wir gesagt haben, auch wenn unser Ticket noch über Neukaledonien, Tahiti, Neuseeland und Amerika ging, das brauchen wir nicht mehr. Wir kehren um, auch im wahrsten Sinne des Wortes, und haben ein Rückticket gebucht und sind dann zurück nach Europa und gesagt, jetzt brauchen wir nicht weiter zu suchen, sondern wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Und das haben wir diesen Weg dann auch verfolgt.